Werner Bartens ist Mediziner, Wissenschaftsjournalist, leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München, Autor zahlreicher Bücher. Das neue Buch behandelt die Frage, welche Therapien sinnvoll sind und welche nicht. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Guten Morgen, Dankeschön. Wenn wir mit Corona anfangen, die 100.000 der Zahl ist überschritten worden. Was macht Ihnen aktuell am meisten Sorge? Am meisten Sorge macht mir, dass erstens die Politik, jetzt auch die Ampelkoalition, die Politik ist ja immer blöde Verallgemeinerung, aber dass auch die Ampelkoalition jetzt sehr hasenfüßig nur entsprechende Schritte gestern in dem Koalitionsvertrag verkündet hat zur Eindämmung, zum Kampf gegen die Pandemie. Das ist irgendwie eigentlich zu wenig. Dann natürlich auch die Uneinsichtigkeit der Leute, die immer noch nicht geimpft sind. Das ist irgendwie eine absurde Geschichte jetzt. Also ich frage mich, was noch passieren muss. Diese Frage hat auch der Bundespräsident vor ein paar Tagen gestellt. Die Situation auf den Intensivstationen sieht wie aus in Deutschland? Ja, ich habe die letzten Tage mit vielen Intensivmedizinern und Notaufnahmeärzten gesprochen. Die wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen. Die sagen, das Schlimme ist, dass man irgendwie stundenlang telefoniert, um Bett zu bekommen. Also die versuchen, das ist sozusagen die positive Botschaft im Schlimmen, die sagen, die Akutversorgung in der Notaufnahme, also wenn jetzt jemand mit Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt, die können wir ganz oft noch gewährleisten. Aber dann für die ein Bett zu bekommen, das ist extrem schwierig. Also es muss jetzt keiner Angst haben, so die Aussage, dass er nicht versorgt wird, wenn was passiert, akut. Aber es ist halt einfach, die Krankenwagen fehlen, die Bettenverlegung ist schwierig und auf Intensiv, die Leute kommen später hin, weil es so lange dauert, bis ein Bett frei ist. Ja. Und auch die Intensivpatienten, und da rede ich nicht nur von Covid, sondern auch von anderen Patienten, die werden zum Teil früher wieder entlassen, weil man die Betten braucht. Die kommen auf Normalstationen und eigentlich würde man sie gerne noch auf intensiven Tage überwachen länger. Also das ist sozusagen jetzt schon Leid und auch Tod vermeidbar durch diese Überlastung. Und es ist ja nicht, das ärgert mich auch immer, wenn es heißt, da fehlen Betten. Es fehlt natürlich Personal. Die Betten sind, Geräte sind genügend da, Beatmungsgeräte und Intensivbetten. Die Menschen, die das bedienen, die Kranken betreuen, die fehlen. Gibt es, Herr Bartens, verlässliche Zahlen, wie viele Menschen auf den Intensivstationen geimpft und wie viele ungeimpft sind in Deutschland? Man weiß das von den Covid-Kranken, die wegen Covid im Krankenhaus sind, dass das zu 90% Ungeimpfte sind, 90-88% und nur 10-15% Geimpfte sind, also diese sogenannten Impfdurchbrüche. Das ist jetzt, sind häufig dann ältere Leute, bei denen die Impfung schon im Januar oder im Februar war, wo es also 10-11 Monate her ist. Und ein Bild möchte ich gerne dazu noch nennen, wenn man jetzt sagt, naja, die Impfung bringt ja nichts, also die Skeptiker und Zweifler. Das ist Unsinn. Das Bild, was dazu passt, ist, wenn 100% aller Menschen Winterreifen haben, dann werden auch alle Unfälle im Winter mit Winterreifen passieren. Das heißt aber nicht, dass Winterreifen Quatsch sind oder nichts bringen. Sie schützen. Und genauso ist das mit der Impfung. In dem Moment, wo die Impfquote steigt, da sind wir jetzt bei 68%, ist auch klar, dass der Anteil derer, die trotz Impfung ins Krankenhaus müssen, zunimmt. Es ist in den letzten Tagen auch darüber gesprochen und berichtet worden, dass die Wut der Ärzte, der Ärztinnen, des Pflegepersonals auf die Ungeimpften, wie soll ich es formulieren, am Wachsen sei. Ist das auch Ihr Eindruck nach den Gesprächen mit diesen Leuten? Ja, wobei es natürlich so eine medizinethische Regel gibt. Ich behandle Raucher wie Nichtraucher, Fallschirmspringer wie Nicht-Fallschirmspringer und eben auch Geimpfte und Ungeimpfte. Also ich mache keinen Unterschied und frage nicht nach Schuld in der Medizin. Und ich höre einen großen Unterschied, dass Ärzte sagen noch, ja, das muss man trennen, aber gerade Pflegepersonal, was den Menschen auch körperlich sehr nah ist, was die umlagern muss, was die dem sozusagen körpernahe Dienstleistung, wie es immer so bürokratisch heißt, macht, die dann zum Teil auch angepflaumt werden, selbst wenn Menschen auf Intensivstationen sind, Ungeimpfte, die sich dann wehren und das Gefühl haben, es werden Experimente mit denen gemacht. Also sie geben alles, sie helfen, sie machen und dann werden sie noch beschimpft von Leuten, die sich nicht haben impfen lassen und damit auch das Pflegepersonal gefährden. Die Argumente der Impfgegner oder der Impfskeptiker, da gibt es die ängstlichen, Herr Bartens, die sagen, ich habe schwere Allergien, ich habe schwere Vorerkrankungen und ich lasse mich deshalb nicht impfen. Was würden Sie diesen Leuten entgegnen?
Vorab, das sind keine Argumente, sondern das sind Falschinformationen. Gerade die, die sagen, sie haben Vorerkrankungen oder schwere Allergien, gerade die sollten geimpft werden. Es gibt nur eine einzige Indikation gegen die Impfung und das ist, wenn man gegen einen sehr selten allergieauslösenden Inhaltsstoff dieser Impfung allergisch ist. Also gerade die mit Vorerkrankungen, da wird empfohlen, dass sie sich impfen lassen. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, die Impfungen sind nicht sicher, die Entwicklungszeit für die neuen Impfstoffe seien viel zu kurz. Ein Irrtum, es gab schon vorher mRNA-Impfstoffe, die sind also nicht ganz neu. Außerdem sind jetzt mehr als 7 Milliarden Dosen weltweit verspritzt worden. Keine Impfung ist so genau, was die Nebenwirkungen und Folgen angeht, dokumentiert worden. Nur deswegen weiß man von diesen Herzmuskelentzündungen, die in der Größenordnung von 1 zu 30.000, 1 zu 40.000, also 2 bis 3 von 100.000 bekommen das. Das ist weniger als bei anderen vergleichbaren Impfungen. Also nichts ist so sicher wie diese Impfung. Wenn Sie diesen mRNA-Impfstoff ansprechen. Die große Sorge ist ja nach wie vor bei manchen Menschen zumindest, dass dieser Impfstoff das genetische Programm des Menschen stört oder beschädigt. Biologie 10. 11. Klasse, es ist mRNA, die geht nicht in den Zellkern, es wird nicht ins Erbgut integriert, die ist kurz in der Zelle drin, aber nicht im Zellkern, wo die Erbsubstanz sitzt, wird dann nach wenigen Tagen und Wochen wieder komplett aus dem Körper eliminiert. Nächstes Argument in Anführungsstrichen oder der nächste Vorhalt derer, die skeptisch sind, die Impfungen wirken überhaupt nicht richtig, weil wir diese Tausenden von Impfdurchbrüchen haben. Ich habe es mit den Winterreifen schon gesagt, in dem Moment, wo der Anteil der Geimpften steigt, ist auch klar, dass einige von denen trotzdem infiziert werden oder trotzdem krank werden. Wichtiger Punkt, wovor will ich geschützt werden? Vor Erkältungssymptomen oder vor schwerem Verlauf? Und vor schwerem Verlauf schützt die Impfung auch nach einigen Monaten übrigens noch immer zu 70, 80, am Anfang zu 90%. Das sieht man auch aus Inzidenzen, Ungeimpfte um die 2000 in Sachsen beispielsweise oder 2500, Geimpfte unter 100. Also der Schutz ist mindestens um den Faktor 10 besser. Kann man verlässlich Zahlen oder gibt es verlässliche Zahlen darüber, wie viele doppelt Geimpfte dann auch wirklich nicht nur geschützt sind, sondern im Gegenteil dann auch dieser Impfdurchbruch bei denen passiert? Die Quote ist jetzt bei 0,3%. Es sind fast 60 Millionen Menschen in Deutschland geimpft. Ich glaube, wir sind hier vollständig geimpft. Es sind jetzt, glaube ich, 58 Millionen. Und die Impfdurchbrüche, die dokumentierten, sind bei 200.000, 300.000. Nehmen wir eine Dunkelziffer, doppelt so viel dazu, unter 1%. Aber am Anfang hieß es ja auch Wirksamkeit um die 90%. Also insofern hat ja niemand 100% Schutz versprochen. Aber der Schutz ist trotzdem da. Stichwort Winterreifen. Ich bin sicherer, aber es hindert mich nicht daran, dass ich eventuell trotzdem einen Unfall habe. Der den Impfdurchbruch hat, ist der wie der Nicht-Geimpfte eine Gefahr für andere Menschen, was die Viruslast angeht? Deutlich weniger. Er hat kurz auch eine hohe Viruslast, aber er ist maximal ungefähr 3 Tage ansteckend. Ein Nicht-Geimpfter, der sich infiziert, ist 7 oder 8 oder 9 Tage ansteckend. Also das Infektionsrisiko ist deutlich geringer für die anderen und das eigene Risiko ist auch massiv geringer für einen schweren Verlauf. SWR1 Baden-Württemberg heute Vormittag mit unserem heutigen Leutegast, mit Werner Bartens, der seit vielen Jahren für die Süddeutsche Zeitung in München arbeitet und schreibt und auch seit wann in München lebt? Seit 2005. Davor Freiburg. Genau. Zwei schöne Städte in Deutschland. Kann man so sagen. München und Freiburg. Jetzt also Corona, ein Thema, das die Leute nach wie vor umtreibt. Wir haben auch viele Meldungen bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörer, die beispielsweise dann auch Fragen haben dergestalt, ob es denn tatsächlich erwiesen sei, dass eine Impfung nicht unfruchtbar macht. Ist es. Das ist irgendwie leider auch einer dieser Internetmythen, die kursieren, weil es gibt eine minimale Ähnlichkeit zwischen einem Plazenta-Eiweißstoff und dem Spike-Protein-Baustein, aber die ist sozusagen im Bereich von 0, irgendwas Prozent. Und allein aufgrund von dieser Ähnlichkeit wurde mal spekuliert, dass sich da Antikörper bilden. Das ist bei einer so geringen Ähnlichkeit völlig ausgeschlossen. Man weiß auch, das hat sozusagen jetzt die Lebenswirklichkeit gezeigt, dass in dieser Zeit ja wahnsinnig viele Geimpfte schwanger geworden sind, dass Schwangere umgekehrt geimpft worden sind und dass das alles, also das ist sozusagen ein Mythos, ein Glaube und indem wir drüber reden, werden viele schon wieder denken, ach, da war doch irgendwas. Nein, da ist nichts. Es gibt keinen medizinisch begründbaren Zusammenhang und es gibt keinen Beleg aus der Wirklichkeit. Es gibt, um das nochmal zu wiederholen, weil es hier bei uns auch nochmal aufgeploppt ist, kein Beleg dafür, dass eine Impfung ein ungeborenes Kind im Mutterleib schädigt.
Im Gegenteil, man weiß, dass die Erkrankung mit einem zigfach höheren Risiko einhergeht. Deswegen ist die Impfung für Schwangere ja auch empfohlen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche dunklen Mächte den Menschen schaden wollen, sondern die Überlegung, das ist ja immer die Abwägung, wie hoch ist der potenzielle Nutzen, in Klammern sehr hoch, wenn eine Schwangere Covid bekommt, ist nämlich das Risiko für sie, wie für das Ungeborene, deutlich höher für Fehlgeburten, für Behinderungen, für Komplikationen während der Geburt, für schwere Verläufe, als wenn sie geimpft ist. Bei der Impfung hat man keine Veränderung im Vergleich zu Nichtschwangeren gesehen, okay, also dass die mehr Probleme haben. Oder eine Hörerin schreibt, ihr Mann hat eine schwere Autoimmunerkrankung und bekommt von seinem Arzt keine Impfbefreiung. Er müsste auch eigentlich keine Impfbefreiung bekommen, weil ich vorhin schon gesagt habe, die einzige Kontraindikation, also das Einzige, was gegen eine Impfung spricht, ist eigentlich eine extrem seltene Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe der Impfung. Aber das ist im 0,0-Promille-Bereich. Und gerade wenn er erkrankt ist, wenn sein Immunsystem angegriffen ist, dann könnte das, spricht das dafür, dass er sich impfen lässt. Also diese vielen genannten allgemeinen Allergien oder anderen Erkrankungen sind kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Im Gegenteil, sie sprechen dafür, die Impfung wahrzunehmen. Dann eine Geschichte, die Sie vermutlich auch nicht zum ersten Mal jetzt hören werden. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin sehr sportlich, ich gehe dreimal die Woche joggen. Ich habe ein hervorragendes Immunsystem, das mit einem Corona-Erreger in jedem Fall gut klarkommt. Das ist Unsinn. Schön, wenn der Mensch Sport macht und fit ist und sich auf sein Immunsystem verlässt. Es ist diese Statistik, die zeigt, es ist nicht nur der sozusagen schwache, immungeschwächte, dicke, alte, der krank wird, sondern es sind eben auch manchmal Leute, die früher Leistungssport gemacht haben, die fit sind, die in der Blüte ihrer Jahre sind, die nicht rauchen, sich gesund ernähren und so weiter, die einen Covid-Verlauf haben können und auch einen schweren. Das ist dem Virus relativ egal. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie intensiv, welche Dosis kriege ich ab, wie viel Virusmenge ist unterwegs. Und das ist tatsächlich nicht vorhersehbar. Da kann man nicht sagen, die trifft es nicht und die trifft ist. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist Werner Bartens, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wenn wir über Corona-Skeptiker sprechen, was ist Ihre persönliche Erfahrung? Wen erreicht man nicht oder nicht mehr? Es ist total irrational. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, auch jetzt in irgendwelchen Sendungen oder Talkshows, dass es häufig die Leute sind, die auch sonst in anderen Zusammenhängen ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen, die meinen, auch dazu was sagen zu können. Also ob das jetzt Kabarettistinnen sind oder Schauspieler oder Fußballer, Kimmich ist ja in aller Munde. Und da denke ich immer, ich würde mich doch auch nicht zu einem Statiker äußern, wie er seine Brücke baut. Also das sind solche absurden Beispiele zum Teil. Und dass ich sage, ich will nicht über die Brücke fahren, weil ich weiß nicht, wie die Langzeitschäden sind. Oder ich werde unfruchtbar, wenn es zu sehr wackelt auf dieser Brücke. Also da staune ich manchmal, mit welcher angemaßten Kompetenz sich da Menschen hinstellen. Ich meine, ich bin Arzt, ich habe in der Forschung gearbeitet, beschäftige mich seit 20 Jahren mit Studien und dieser Arbeit. Es gibt natürlich noch viel, viel bessere Experten und dann redet da jeder Kreti und Pleti da rein. Also das finde ich eine erstaunliche Kakophonie. Haben Sie eine Erklärung gefunden für diese offenkundige Wissenschaftsfeindlichkeit in diesem Land? Manchmal ist es vielleicht die verbrämte Angst und die Überforderung durch die Geschwindigkeit und da helfen dann auch Argumente nicht. Ich könnte ehrlich gesagt eher verstehen, wenn jemand sagt, ich habe Angst. Oder es gibt auch witzigerweise mehr Männer als Frauen, die einfach sich vor dieser kleinen Spritze fürchten, also vor der Spritze, unabhängig davon, was drin ist. Das könnte ich eher verstehen, als wenn jemand da rumschwurbelt, wo sind die Langzeitstudien oder unfruchtbar oder diese oder Totimpfstoff. Das ist der viel schlechtere Impfstoff im Vergleich, das weiß man aus anderen Untersuchungen. Also das sind nicht wirklich Argumente. Und wenn dann noch jemand sagt, und das macht mich dann fast wütend. Mir fehlen noch Informationen. Also ich meine, ich schreibe seit anderthalb Jahren über fast nichts anderes und ich bin nicht der Einzige. Man muss Radio hören, Fernseh gucken, Zeitung lesen. Dieses Thema dominiert alles und da sind alle Informationen zu finden und zwar unabhängig und geprüft und belegt und mit Links und Fachhinweisen. Also worauf warten wir noch? Joshua Kimmich hat lange gewartet, ist zweimal in Quarantäne gegangen und hat jetzt die Diagnose bekommen, Corona-positiv. Naja, ich wünsche ihm natürlich, dass er einen milden Verlauf hat oder gar nichts spürt. Das kann natürlich auch sein, aber ich verstehe es nicht. Er war wirklich für mich auch ein Vorbild, ein Musterprofi, ein Vorzeigefußballer und dann auch dieses, also da müsste er auch um seine Verantwortung gewusst haben, wenn er sich vor die Kamera stellt und sagt, ihm fehlen Langzeitstudien. Also Sie kennen sich mit Fußball A sehr gut aus und sind, glaube ich, auch ein großer Fan des deutschen und möglicherweise auch des internationalen Fußballs. Wenn Sie es entscheiden dürften, wie würden Sie das für Profifußballer regeln? 2G?
2G oder? Unbedingt. Ich würde auch, ich finde es auch eine Ungerechtigkeit, wenn sozusagen in Stadien 2G gefordert wird und die Fußballer auf dem Rasen sich nicht daran halten müssen. Also das ist, ich finde, sie haben die Vorbildfunktion, sie haben die Privilegien gehabt unter Auflagen und mit Hygienekonzept von der DFL und so weiter. Aber dafür müssten sie auch diesen Schritt gehen. Und ich finde es auch richtig, wenn das, was jetzt gemunkelt oder zum Teil bestätigt ist, dass die Fußballer keine Lohnfortzahlung kriegen, wenn sie nicht geimpft sind oder ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen. Als Nicht-Geimpfte. Eins noch zu Corona, weil Sie vorhin die übergewichtigen Menschen angesprochen haben. Gibt es verlässliche Zahlen darüber, ob und wenn ja, in welchem Umfang übergewichtige Menschen häufiger von Corona betroffen sind? Die genauen Zahlen weiß man nicht. Es gibt natürlich die Berichte von den Intensivstationen, dass da überdurchschnittlich natürlich die Menschen etwas älter sind, wobei inzwischen das Durchschnittsalter nicht mehr um die 80, 85 ist, sondern eher bei 60, 65 liegt oder jünger ist, weil eben auch die ungeimpften Jüngeren zum Teil auf Intensiv müssen. Es sind überdurchschnittlich viele Menschen mit Vorerkrankung oder mit starkem Übergewicht. Das weiß man auch schon seit den ersten Wochen der Pandemie, dass die stärker gefährdet sind für einen schweren Verlauf. Aber es sind nicht die einzigen. Es kann auch den jungen, fitten, nicht rauchenden, schlanken Sportler treffen.